Leute, heute zeige ich euch mein Triscuit. Nein, ich habe mich nicht versprochen. Triscuit ist die kleine Schwester vom Brisket. Dafür habe ich mir von Kreuzers ein ungefähr 2 Kilo schweres Bürgermeisterstück kommen lassen. Das wird jetzt erstmal mit ein bisschen Apfelsaft eingesprüht und dann nehme ich den Lone Star Beef and Brisket Rub von Pit Boss. Den verteile ich also großzügig auf meinem Bürgermeisterstück oder auch Tree Tip genannt. Jetzt werden die herrlichen Stücke Fleisch einmal gewendet und das Ganze auch nochmal von der anderen Seite. Jetzt können wir schon fast raus zum Pitboss gehen. Hier habe ich den Navigator mit Apfelpellets vorbereitet auf 120 Grad erstmal. Jetzt sprühe ich das Triscuit bis zu einer Kerntemperatur von 70 Grad jede halbe Stunde mit ein bisschen Apfelsaft ein. Hier habt ihr mal einen kleinen Zwischenstand. So sieht das Ganze nach 2,5, knapp 3 Stunden aus. Also schon eine sehr, sehr coole Farbe in meinen Augen. Aber wir brauchen natürlich noch ordentlich Zeit, um das hier fertigzustellen. Die 70 Grad sind jetzt erreicht. Jetzt baller ich noch ein bisschen Apfelsaft drauf, Butcher Paper drum, ein paar Butterflocken oben drauf. Und dann kommt das Ganze bei 140 Grad bis zu einer Kerntemperatur von 95 Grad in meinen Smoker. Und jetzt zeige ich euch schon das Endergebnis. Hier ist also mein Triscuit. Schaut euch mal den genialen Rauchring an. Zeigt euch mal von ein bisschen näher. Es war super saftig. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so einfängt. Also wie gesagt, es war super saftig. Es war mega weich. Ich schneide aber jetzt erstmal ein paar Scheibchen runter. Und dann schauen wir uns das nochmal genau und von nahem an. So sieht es also aus. Schön flexibel. So macht man doch, glaube ich, beim Brisket. Guck mal, wie weich das war. Jetzt probieren wir auch nochmal das Ganze auseinanderzuziehen. Also auch butterweich. Hier kann man noch ein bisschen besser sehen, wie saftig es tatsächlich war. Jetzt ballert das Plus. Bis dann. Peace out.